Willkommen zurück. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast bei Let's Play Colab. Mit mir, dem Jens von den Zwei Gaming Bros auf dem Premium Let's Play Kanal. Immer wieder schön, dass du dabei bist und auf jeden Fall wollte ich sagen... Ach ja, genau, wir sind in der letzten Folge ja gestorben. Wir sind sogar relativ weit gekommen, muss man ja mal sagen. Finde ich persönlich. Auf der anderen Seite habe ich schon wieder völlig die Orientierung verloren. Da ist immer noch Süden. Wir laufen jetzt die ganze Zeit Richtung Westen. Ach ja, wir laufen... Warte mal, da waren wir jetzt gerade. Wir laufen jetzt hier runter. Da können wir auch 1018 verschiedene Wege gehen. Wir müssen dann... Ach, da ist das Haus. Oh, lol, da müssen wir... Ach, wir waren hier unten auf dem Eissee gewesen. Oh, da haben wir es schon fast geschafft. Okay, also, wir haben, wie gesagt, diese Mission hier vor uns. Und müssen irgendwie schauen, wow, dass wir nicht sterben. Schade. Ja, das war jetzt doof. Wenn du lange läufst, wird deine Figur schneller müde und du brauchst länger, um dich zu erholen. Ja, das ist natürlich doof, weil die Figur wird extrem schnell müde, weil die extrem schwach ist. Wir laufen 10 Meter und schon pumpt der Typ wie Sau. Also ich bin ja, wie gesagt, das hat schon mal erwähnt, ich bin ja nicht sehr sportlich. Aber ich kann länger rennen als der. Das ist sehr traurig, dass es Menschen gibt, die noch weniger laufen können. Und der ist ja anscheinend, ich meine, der jumpt hier locker durch den Hochtiefschnee und so. Der muss ja irgendwas auf dem Kasten haben. So, da kommt wieder der rote Nebel. Wir müssen im Prinzip irgendwie die ganze Zeit Richtung Süden laufen. Egal wie. Das ist doch jetzt schon wieder Norden. Ey, das macht mich so kaputt, das Spiel, ey. Ohne Scheiß, ja. Also, ja genau. Doch, wir müssen die ganze Zeit irgendwie nach Süden laufen. Ja, das ist so das Hauptziel gerade. Warte mal, guck mal gerade. Okay, es kommt kein anderer. Also, ich habe die ganze Zeit gedacht, die tauchen einfach so random. Jetzt hat er sich geportet, der Wichser. Warum übersteuert das Spiel gerade so extrem? Ich verstehe es einfach teilweise nicht. Also ich bin tatsächlich noch nicht hinter diese Spielmechanik gestiegen. Die ist mir noch nicht so ganz eingänglich. Wie diese KI funktioniert, ja? Normalerweise kann man ja dann irgendwann erkennen oder dann musste erkennen, okay, die KI geht jetzt hier von da nach da und wenn die KI da ist, dann ist sie dann später da und wenn ich das Licht nicht anhabe, bringt es mehr, als wenn ich das Licht aus habe oder andersrum. Aber das ist mir alles noch nicht so ganz begreiflich so. Jetzt ist links ein Kollege. Wir dürfen nicht die ganze Zeit rennen. Und der kommt ja jetzt zu uns runter, keine Ahnung. Ja, der kommt langsam zu uns runter. Wir müssen weiter jumpen. Also da ist noch einer. Das ist im Prinzip so ein Laufsimulator. Ohne Scheiß. Das ist tatsächlich einfach ein Laufsimulator. Und wir müssen die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Und die ganze Zeit vor dem Wegrennen. Hier kamen wir aber noch nicht runter. Jetzt laufen wir Richtung Süden. Und hier ist eine Sackgasse. Ah, fuck off, Alter. Wenn da jetzt einer hochkommt, sind wir geliefert. Man hier irgendwo? Nein. Scheiße. Okay, ich mache jetzt hier so eine Mischung aus Laufen und Rennen. In der Hoffnung, das bringt vielleicht irgendwas. Da ist wieder einer. Da ist der nächste. Ach, der war da gerade. An dem sind wir gerade mal ganz gewieft vorbeigewalkt. Okay, wir laufen weiter Richtung Süden. Rot ist Norden, genau. Also wie gesagt, ich bin jetzt momentan nur noch der Hoffnung, dass wir irgendwann wieder komplett... Wir laufen. Okay. Ja, da ist was. Da sind Blätter. Ich höre Blätter. Wo sind die Blätter? Ich hoffe, die finden wir gleich. Scheiße, sind irgendwo da oben. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Blätter, damit wir wieder einen neuen Orientierungspunkt haben. Und ein Lagerweg langsam mal wieder extrem geil. Muss ich einfach mal sagen.
Oh lol, wo laufen wir? Wo sind wir denn jetzt hier? Schneller? Ich habe nicht mehr viel. Fuck. Fuck. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, was diese orangen Nebel zu bedeuten hat. Wenn wir da jetzt reinlaufen, was passiert da? Fuck. Okay, in dem orangen Nebel leben die Jungs hart irgendwie, keine Ahnung. Das, ey, Alter. Ich würde gerne mal wissen, ob es jemanden gibt, der das Spiel direkt das erste Mal gestartet hat und ohne zu sterben einfach durchgerannt ist. Einfach, weil es ein hart Gamer ist oder so, einfach das Ding durchgerockt hat und gesagt hat, ja, fuck off, mir alles egal. Das wäre bestimmt gibt es irgendwo so jemanden. Hat einfach direkt von Anfang alles richtig gemacht, aber das scheine nicht ich zu sein. Scheine nicht alles richtig zu machen. Aber zumindest habe ich jetzt so eine grobe Idee, wo wir hin müssen. Und wir haben wieder etwas Neues gelernt, eine neue Mechanik entdeckt. Wir sollten nicht in den orangen Nebel, auf was mir schon irgendwie klar war. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ich mir gedacht hatte, dass mir das nicht schon von vornherein irgendwie ein bisschen bewusst war. Aber, try it. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich wollte jetzt nur nicht drüber sprechen, dass ich ihn gesehen habe. Der Penner. Ich finde es sehr geil, also das ist halt extrem geiles Setting, das muss man einfach den Spieleentwicklern lassen. Das ist im Prinzip dieses Grau in Grau, was wir hier die ganze Zeit sehen. Und dann hast du diese orangenen Fußspuren, gell, das ist super. Und dann der orange Nebel, das sticht natürlich ganz großartig raus da, die schwarzen Schatten, diese Schemen, die im Prinzip uns dann killen. Aber ansonsten ist das Setting ganz großartig gelungen, meiner Meinung nach. Jetzt ist der Turm nicht mehr im Süden. Das macht mich irgendwie verrückt. Das gibt mir irgendwie gerade den letzten Rest. Da ist der nächste Schemen. Eigentlich, ich will hier jetzt nicht nach rechts laufen, weil dann triggern wir wieder dieses Gas, was kommt. Okay, da können wir nicht runter. Wir können nicht so zu dem Haus. Wir müssen da über diese Brücke laufen. Das war dann hier gewesen, glaube ich, ne? Ich hoffe, der Kompass stört euch nicht, wenn ich packe. Nee, wir sind. Ah, cool! Wir sind jetzt hier, wo das Ding geraspelt hat vorhin. Wir laufen jetzt gerade. Ah, super, wir laufen den Berg hoch. Das. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, ich will mal ganz kurz gucken. Ich vermute. Ich habe nicht mal eine Vermutung, wo wir sind. Hier für... Nee. Hier? Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo wir sein könnten. Also, was haben wir denn? Ausschnitt aus Logbucheintrag von Dr. Ivan Wanski. Schon wieder. Wissen Sie, was wir tun wollten? Das hatten wir doch schon. 9 vielleicht? Nee. Lol. Wir haben zweimal den gleichen Eintrag? Nee. Das hier ist ein ganz anderer Text wie der. Ob das jetzt 1:1 das gleiche ist, weiß ich nicht, aber das ist jetzt gerade ein bisschen traurig. Artikel. Moment. So, wir gucken erstmal, wo waren wir? Wo sind wir? Da sind wir erst. Wo ist denn dieser Fluss? Ist das das hier? Oder ist es? Ich verstehe es nicht. Naja, okay. Auf jeden Fall ist hier die Brücke. Wo wir, glaube ich, drüber gelaufen sind, wo wir dann gestorben sind. Und hier müsste dann wieder das Haus sein. Also, wie gesagt, ich komme mit diesen ganzen... Distanzen komme ich hier nicht so ganz klar, weil von hier nach hier ist jetzt irgendwie weiter als von... Also hier irgendwo Anfang des Weges bis da. Und so rein theoretisch gesehen von der Strecke, kartenmäßig, ist das Gleiche oder fast dasselbe. Naja, okay, wir wollen uns ja nicht beschweren. Wir haben eine neue Markierung gefunden. Wir haben leider keinen neuen Eintrag gefunden, was ein bisschen... Nee, ich probier's nicht. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber... Was ich auch noch auf YouTube checken müsste, wäre, ob ihr hier überhaupt gut seht ohne Licht. Oder ob das mit Licht einfach viel besser ist. Ich weiß es nicht. So. Hier müssen wir runter. Und ich glaube, der Kompass stört nicht.
Ich glaube, der ist ganz schön, wenn man den dann noch so ein bisschen dabei hat, den Kompass. Oder? Sagt mal, schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? So, jetzt bekommen wir wieder schneller. Gleich geht's los. Ja. Du musst schneller laufen. Du musst dich beeilen. Finde den Weg, finde mich, oder du wirst die Hölle erleben. Ja, wir laufen. Ich lasse das mal als die Taschenlampe, lasse ich jetzt mal an als. Wow, 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 wow. Ey, ey. Alter, was war das denn jetzt gewesen? Wow. Hä? Ach, wir haben jetzt auf einmal auch keine Ausdauer mehr. Wir können jetzt durchsprinten, das finde ich ja auch interessant. Okay, wir haben doch Ausdauer. Wow. Wir werden die ganze Zeit verfolgt von dem orangenen Nebel. Ich verstehe es nicht. Ich mache mal wieder aus. Alter, scheiße. Wie weit verfolgt er uns denn noch? Ich glaube, der bleibt da in dem Gebirge. Ja, sexy, der bleibt in dem Gebirge. Hier vorne ging es noch irgendwo hin. Also ein richtiges Explorer-Spiel hier. Muss man richtig erkunden. Das ist auch Oberhammer. Was habe ich eigentlich auch noch nicht gespielt? Ah, da unten ist die Brücke. Okay. Bringt uns jetzt gar nichts, dass wir das jetzt wissen. Aber wir wissen es jetzt, ja. Wisst ihr, Wissen ist Macht und Macht ist eigentlich Geld. Wieso bekommen wir kein Geld dafür? Können wir diesen Baumstamm hier eigentlich hoch? Ah, geil. Yes. Oh, ich habe schon, ich wollte gerade sagen, schon Secret, geheime Mechanik so. Können wir hier runterlaufen? Ich ziehe es ja erstmal irgendwie den Berg hoch, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht warum. Und natürlich diesen Glockengeläut hinterher. Ach, da vorne ist das Haus. Sehr geil. Okay, ob ich das jetzt so geil finde, weiß ich gar nicht. Das ist mir jetzt gerade. Finde ich das jetzt so geil, dass wir auf dieses kaputte, alte Haus zulaufen. Und wir hier nicht hoch können. Ach komm. Also ein bisschen einfacher hätte man es echt dem Spieler machen können. Dass man hier so ein bisschen hochrennen kann. Oder springen könnte. Da hätte man Laufbett verdammt. Aber wenigstens ein bisschen springen oder halt alles ein bisschen glatter machen mit diesem Stein. Wir laufen in dieses Haus. Denn Haus ist normalerweise Scheiße, Schutz. Wir müssen da rein. Okay, wir werden gezwungen im Prinzip in das Haus zu gehen. Okay, ja. Wir wurden hier reingezwungen. Wir hätten gar nichts anderes machen können. Aber wir haben eine neue Information. I had no idea what was going on. Finally, I reached a small meadow. There, I found a bound journal, as if someone left it there on purpose. The journal belonged to the members of the expedition. They wrote down their thoughts and observations. Note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark, concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation and at a certain point stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made public in any way, shape or form. Alles klar, ja, das ist natürlich cool. Okay, also das ist jetzt immer der Typ Logbuch, genau. Also das sind wir, der da schreibt. Das Tagebuch ist das, was das Girl die ganze Zeit vorliest. Die Berichte, ja gut, das ist mir noch nicht so ganz bewusst. Was das genau für Berichte sind und dann diese Artikel sind, diese Zeitungsartikel. Vielleicht ist jetzt Anomalie. Warte mal. Nee.
Wow, das ist auch voll viel, was uns noch fehlt, ne, bei den Berichten jetzt. Ey, schade, das sind immer noch die gleichen. Na, das ist ärgerlich. Jetzt kommt hier wieder so obergeile Musik. Also diese Klavierstücke, die sind natürlich der Oberburner, ne? Ah, jetzt zieht sich der Nebel zurück. Richtig geil. Okay, also wir haben die Kirche geschafft. Freut mich. Ja, und rechts liegt mein Handy mit dem Timer, der läuft. Falls ihr euch wundert, warum ich immer hier so ein bisschen nach rechts gucke oder wenn ich mal nach links gucke, da läuft Outer Love City auf dem Bildschirm. Und auch, ich sitze nicht gerade vor meinem Bildschirm leider, weil ich normalerweise ganz anders da vor meinem Computer sitze. Das mit der Webcam ist jetzt alles. Ich müsste eigentlich meine PCs, also meine Bildschirme ein bisschen umbauen, aber dafür fehlt mir jetzt momentan hier der Platz in der Wohnung. Oder und auch auf dem Schreibtisch, dass ich eigentlich den Bildschirm wieder vor mich gerade stellen kann, den zweiten Bildschirm ein bisschen weiter nach links. Das soll aber nochmal so passieren. Unter Umständen in einer neuen Wohnung, die gar nicht also wahrscheinlich gar nicht so unbald kommen wird. Aber dazu vielleicht mal wann anders da mehr. So, wir hatten auf jeden Fall noch, ich glaube hier sollte noch irgendwas sein. Hier unten ist auf jeden Fall hundertprozentig noch irgendwas. Wie sieht's denn aus? Was ist das? 67, 34, 62, 47. Okay, 62, 47. Ach, das ist ja hier. Okay. Ansonsten 66, 72 ist irgendwo hier hinten. Da. Oh, wir hätten das. Ach genau, das ist das, wo wir im Prinzip vorbeigelaufen sind. Stimmt. Das war dritte Folge oder so, glaube ich, ne? 752, das ist ja auch irgendwo ganz hier oben. Ach, das ist der Rote Berg. Ja, super. Da müssen wir auch nochmal irgendwann hinkommen. Aber ich würde sagen, wir laufen jetzt hier runter und gucken. Also hier unten muss noch irgendwas sein. Hundertprozentig muss da unten irgendwas sein. Und es ist jetzt von uns aus gesehen, die ganze Zeit eigentlich Richtung Süden. Südosten so. Süd-Südost müsste das eigentlich sein. Und das ist ja, also, das ist Süden. Also müssen wir im Prinzip die ganze Zeit Richtung, da in diese Richtung laufen, ja. Das ist der Plan. Und bevor wir das machen, würde ich sagen, ist die Folge schon wieder rum. Krass, ja, die Zeit verfliegt wie im Fluge. Möchte ich euch danken fürs Zuschauen und wir sehen uns in einer nächsten Folge auf diesem Premium-Let's Play-Kanal der Netzwerk Gaming Bros, von dem ich der Eigentümer, ein Teileigentümer bin. Sehen wir uns wieder beim nächsten Laufsimulator, bei der nächsten Laufsimulator-Folge und ja, gebt Daumen nach oben, mehr korrekt von euch. Ansonsten schreibt was in die Kommentare, was euch gepasst hat, was euch nicht gepasst hat und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, euer Jens von Netzwerk Game Bros. Ciao, ciao.